weil die Situation eine ähnliche ist, jedenfalls die Entwicklung ist eine ähnliche, wie sie damals vonstatten ging. Die Weiße Rose wurde vor genau 71 Jahren, nämlich im Juli 1941 gegründet und damit eben 10 Jahre zu spät. Nämlich hätte man die Weiße Rose 1931 gegründet, hätte man vielleicht noch Schlimmeres verhindern können, zumindest einen effektiveren Widerstand aufbauen können. Das ist nicht der Fall und diesen Fehler möchten wir jetzt nicht nochmal machen. Und deshalb gründen wir die Weiße Rose eben neu, wir lassen sie neu auferstehen, während einer Zeit, da der Widerstand noch möglich ist und die Leute noch rechtzeitig aufgeklärt werden können, um Schlimmeres zu verhindern. Wir haben dabei zwei Kernbotschaften. Das erste ist, die Nazis waren links, eine linke Bewegung. Das zweite ist, sie sind wieder da und sitzen über die 68er und Durchmarsch der Institutionen an allen möglichen Schaltstellen der Macht. Ich möchte kurz darauf eingehen, weil das jetzt vielleicht für viele neu ist. Also erstens, die Nazis waren eine linke Bewegung. Die NSDAP hieß früher DAP, Deutsche Arbeiterpartei, war eine eindeutig linke Partei. Hitler hat gesagt, er hat seine Ideen von Marx. Goebbels hat gesagt, er sei der bessere Lenin. Er ist bei linken Aufmärschen am Anfang der 20er noch mitgelaufen. Er hat gesagt, sein Herz steht links, genauso wie Goebbels gesagt hat, sein Herz steht links. Wir sind die politische Linke. Hitler hat den Schlag gegen rechts bedauert, den er nie geführt hat und so weiter. Und auch alle wichtigen Historiker belegen das mit Fakten, dass es nicht zu widerlegen, dass die Nazis eine linke Bewegung sind. Das Einzige, was sie getan haben, ist, die nationale Komponente aus wahltaktischen Gründen dazuzunehmen, weil sie halt eben damit mehr Erfolg auch hatten dann im Endeffekt und sich damit halt eben auch die Rotfront, also die Kommunisten, die Linken sozusagen, als Gegner gehabt haben und da eben diese ganzen Schlachten herkamen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt deshalb keine sozialistische Bewegung mehr war. Es ist immer noch der Nationalsozialismus, nur war halt jetzt eben die Rasse und nicht die Klasse dazu auserkoren, die Menschheit zu unterjochen. Es ist dasselbe System. Wenn man heute fragt, was links oder rechts ist, dann kriegt man immer von jedem die Antwort, ja, rechts ist gegen Ausländer, links ist für Ausländer. Aber es muss doch jedem einleuchten, dass es nicht sein kann, dass die zwei große politische Strömungen sich nur an der Frage, wie man zu Ausländern steht, identifizieren. Das kann nicht sein. Also, es ist auch nicht so. Rechts, das war die adlige Gesellschaft, die saßen nach der Französischen Revolution im Parlament rechts. Sie wollten die alte Ordnung wiederherstellen. Wie war diese alte Ordnung? Es war eine hierarchische Ordnung, da war Bettler, Bauer, Händler, Kaufmann, König und ganz oben halt eben der Kaiser. Also eine hierarchische Ordnung, aber sie haben so wenig staatliche Eingriffe wie möglich gemacht. Haben die ihren Zehnten bezahlt, ihre Steuern, ihren Militärdienst geleistet, dann wurden die Leute in Ruhe gelassen. Rechts steht also für wenig staatliche Eingriffe und eine hierarchische Gesellschaft. Links dagegen steht für eine horizontal gegliederte Gesellschaft, eine gleichgeschaltete, nicht vor dem Gesetz gleich, sondern im Ergebnis gleich, das ist ganz wichtig zu verstehen, eine gleichgeschaltete Gesellschaft. Und dazu braucht man eben viel staatliche Eingriffe von oben. Und wenn man jetzt fragt, wo ordne ich das Dritte Reich ein, das war natürlich eine linke Bewegung, eine gleichgeschaltete Gesellschaft, eine gleichgeschaltete Masse und ein massiver, totalitär eingreifender Staat. Niemand kann da ernsthaft behaupten, dass das irgendetwas mit einer rechten Bewegung zu tun hat. Jetzt haben die Linken aber einen Trick gemacht. Die Rechten, die Adligen, sind ja spätestens 1944 politisch ausgestorben. Das ist heute noch der Fall. Niemand stellt mehr diese Forderungen der Adligen, diese hierarchische Gesellschaft. Und deshalb haben die Linken einfach gesagt, ja, die haben uns ja bekämpft und die rechte Seite, die war leer. Also packen wir die einfach auf die vakante rechte Seite und sind somit eben die Antifaschisten. Aber das ist nicht der Fall. Es waren dasselbe System. Sie haben einfach nur ihre Brüder im Geiste auf die andere Seite gepackt. Und das ist die erste Kernbotschaft, die wir den Leuten klar machen müssen. Es ist derselbe Geist, es ist dasselbe Vorgehen, was zum Beispiel jetzt diese Antifa oder sowas heute an den Tag legt, wie die SA, wie die Nazis damals, auch alle linken Gebilde, die Sowjetunion, auch heute Nordkorea, Kuba, man kann auch China unter Mao Zedong, Pol Pot, man kann alle linken, es gibt keine Ausnahme, die sich irgendwie von den Nazis, von dem System des Dritten Reiches unterscheidet. Selbst die Eugenik, die Rassenlehre, ist eine linke Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, die auch in der Sowjetunion Anklang fand und so weiter. Und das ist die erste Botschaft, die wir hier rüberbringen wollten. Die zweite ist, sie sind wieder da. Das bedeutet nämlich, also man muss sich immer vergegenwärtigen, was ist Sozialismus überhaupt? Sozialismus bedeutet nicht nur die Gleichschaltung des Menschen, was natürlich gegen die Natur des Menschen ist, weil wir sind alle unterschiedlich, zum Glück.
Deshalb muss der Mensch gleich gemacht werden von oben. Das ist menschenfeindlich. Aber vor allem geht der Sozialismus eben deshalb auch ganz scharf gegen Andersdenkende, gegen Oppositionelle vor. Er muss sie ausschalten, er kommt gar nicht anders drum herum. Und jedes Mal, wenn ein Linker, Linke haben größte Probleme, selbst demokratische Linke haben große Probleme, andere Meinungen zu akzeptieren, weil sie eben sozialistisch, also links indoktriniert sind. Und das ist das Gegenteil einer freien pluralistischen Gesellschaft. Wenn wir uns mal überlegen, was ist denn eine freie pluralistische Gesellschaft? Sie schützt andere Meinungen, sie akzeptiert andere Meinungen, sie löst Meinungsverschiedenheiten, die natürlich sind unter Menschen. Selbst bei Nachbarn kommen dann Meinungsverschiedenheiten, selbst innerhalb der Familie kommen Meinungsverschiedenheiten. Man löst sie in Debatten durch Argumente und entscheidet in Wahlen und Abstimmungen, was dann im Endeffekt gemacht wird. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Es traut sich fast niemand mehr heutzutage, seine eigene Meinung zu äußern. Das ist, es passiert einfach nicht mehr. Jeder weiß, was passiert durch Linke. Wenn er seine Meinung äußert und sie halt eben nicht der Standardmeinung entspricht, dann wird eine beispiellose Kampagne losgetreten. Dann sind Politiker aller Parteien, aber auch Organisationen, Pseudowissenschaftler wie Heidmeier oder eben auch auch andere Organisationen, also vor allem die Medien, die ja zu 70-80% links sind, die fallen über einen her und ziehen einen durch den Dreck, lügen, manipulieren und belügen die Allgemeinheit, tun Attribute andichten, die überhaupt nicht zutreffend sind. Und als ob das alles noch nicht reicht, gibt es dann eben die Sturmtruppen dieser linken Denke. Das sind vor allem die Antifa, die Linksjugend, aber auch jetzt die Verdi-Jugend, Grüne Jugend, Jusos, die mit antidemokratischen, teils faschistischen Mitteln gegen Andersdenkende vorgehen. Da ist dann wirklich kein Unterschied mehr zur SA zu merken, wenn hier Mord, Rufmord, Gewaltandrohungen, Sachbeschädigungen und so weiter stattfindet. Es wird das Privatleben ausspioniert, es wird die Arbeitsstelle ausspioniert, es wird alles dafür getan, dass derjenige in seiner Existenz, auch die berufliche Existenz, bei Sarrazin hat sogar die Frau den Job verloren, weil er sich gegen diese linke Heiligkeit gewandt hat. Das alles kennen wir aus damaligen Zeiten, noch nicht in der Intensität, wie es damals war, aber deshalb habe ich gesagt, wollen wir 10 Jahre vorher die Weiße Rose gründen, um dieses Schlimme zu verhindern. Das Ziel davon ist es, eine freie, pluralistische Gesellschaft zu erreichen. Und ich denke, dafür zu kämpfen, ist es auch einmal wert.